typisch deutsche Eigenschaften. Ja, die Deutschen, die scheiden sich halt voll oft. Ich kenne das schon seit ich klein bin, so in meiner Schule haben wir immer dann von 10 Kindern, die Deutsch waren von 6 die Eltern geschieden. Da habe ich mich immer so gewundert, warum das so ist. So. Und bei den Ausländern war das dann immer so, dass die Eltern immer zusammen waren. Da war das für mich immer schwer zu verstehen, so, weißt du? Ich bin AK außer Kontrolle aus Berlin-Wedding. Also meine Eltern kommen ursprünglich aus der Türkei und sind damals in den Libanon gezogen und vom Libanon dann nach Deutschland. Das hatte halt viel mit Kriege zu tun und die sind dann immer geflüchtet und am Ende haben die dann hier in Deutschland ihre Ruhe gefunden sozusagen. Ja, ich bin hier geboren, aber ganz so integriert fühle ich mich nicht so. Ja. Klar, man hat viel Scheiße gebaut und so und das hat sich halt irgendwie alles auf meinen Aufenthaltsstatus und so ausgewirkt. Damals, als ich die Schule beendet habe, wusste ich so, okay, du kannst keine Ausbildung machen, denn Aufenthaltsstatus lässt das nicht zu. So. Ich habe hier einen Monat Aufenthalt, ich habe nicht mal einen Pass, so. Keine vernünftige Arbeitserlaubnis, die nur beschränkt ist auf 1-2 Monate. Wie soll ich mich da irgendwo bewerben? So, ja? Im Endeffekt werden die alle Türen damit so verschlossen, so, weißt du? Und du musst gucken, wo du bleibst so, und fängst dann an, irgendwann drauf zu scheißen. So. Machst einfach dein Ding und denkst dir, ich muss hier irgendwie was erreichen, egal wie. Man fühlt sich fallen gelassen dann, weißt du? Und man muss es ja erstmal alles hier kennenlernen und muss es ja verstehen. Also unsere Eltern konnten uns auf dieses Leben hier nicht vorbereiten. Ne? Und man musste das alles selbst erkunden, ja? diese Stadt, dieses Land, dieses Leben hier. Das ist nicht so einfach alles. Ich habe dann halt probiert, einfach mit dem, was ich erlebt habe, Musik zu machen und das in krasse Beats zu verpacken und einen Job zu haben, in dem ich Zukunft sehe, so, wo ich respektiert werde dafür, dass ich das mache. Schiss in die Brust und du liegst rum in der Gosse, hohe Beträge. Ich finde es cool, dass es in Deutschland so viele Möglichkeiten gibt, so, ja, was zu reißen. So. Und klar werde ich hier als Türke gesehen in Deutschland. Ja. Ich würde auch niemals leugnen, dass ich aus der Türkei komme oder so. Ich bin Kurde aus der Türkei, aber ich bin ein Teil von diesem Land und ich bin hier mein ganzes Leben und ich fühle mich hier wohl. Und klar fühle ich mich auch in meinem Land wohl so, aber gehört beides zu meinem Leben, so beide Länder so, ja.